Ja. Du bist geweihter, wird Zeit, dass du. Ja, dann kriegst du ein Sternchen Bonus auf deine Malen- und Zeichnerprobe. Reicht ja, Ja. wunderbar. Ich beschreibe übrigens, dass wir Helden schön nah bei der Kaiserin Du dargestellt hast ein werden. THW 15. Ach so, das war Kriegskunst. Ja. Ach so, ich dachte, das war sagen. So, dann ach, ein 1er Sternchen, ja, das können wir Dachte, das mal wäre jetzt eine noch senken. Geschichtswissenprobe. Ach, ich bin Das enttäuscht. ist weder eine Landschaft, noch ist das ein Porträt, richtig? Ich weiß nicht, ich würde es als Landschaft. Es ist ja so eine Nee, Großaufnahme. es geht nicht um die Landschaft, es geht um den Keil. Ja, aber wie würde. Oder welche Spezialisierung würde das fallen? Nur so Was könnte unter. Elland dann sonst noch an anderen eine Spezialisierung anbieten? Ich habe Landschaft und Porträt. Und Ja. dann gibt es nochmal Architektur und noch irgendwas. Aber frag mich nicht, was die dritte Das wäre ist. Massenszene, Du glaube kannst ja in die Landschaft Also, einbetten. du kannst ja auch andere Talentspezialisierungen vorschlagen, aber Porträt und Landschaft ist es leider nicht. Es geht nicht um das Werdmalland, es geht um die Schlacht und wer mitgeritten ist. Ja, dann würfel ich. Ja. Aua, 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 aua. Einfach jemand einen Chip? Nee. Könnt ihr auch nicht ausgeben. Ändern. Nee, ich könnte, aber ich Also, könnte nicht es so liegt krank. wohl an der Pinsel. Das sind nicht deine Pinsel, es sind die falschen Haare, die falsche Länge, die falsche Dichte. Das Bild ist. Es ist halt gut, aber es ist halt kein Gorbas, ne? Ja, dann beschreibt halt auch eher, wie die Leute aufgestellt waren und Dinge, die du nicht aufmalen kannst, als dass er dir nützliche Hinweise darauf gibt, wie du das nun auf eine Leinwand bringst. Also du könntest es dir vorstellen, wenn du es irgendwie auf einem Papier nachstellen müsstest, wie die Formation war und so weiter, aber wie Mit das dem nächsten ausgesehen Tag hat, 4 nee. oder 3, 4 Stunden Arbeit, wo ihr zusammensitzt. Eltern hebt sich, nimmt das Bild und zerreißt es in der Mitte. Das Aber wäre mir zu Eldan, hoch. ich dachte, wir wären auf einem guten Weg. Nein, das Ja, ist dann wirf mal Rachsucht. Vor allem Oder was? Eigensinnigkeit. Rachsucht. Ich habe Wollte ich gerade sagen, 4 Stunden. Selbstsucht finde ich nicht so gut, aber Rachsucht ist nice. Leider nicht. Ja, Selbstsucht kannst du trotzdem nochmal würfeln. Ich meine. Immer natürlich 4 Stunden. Oho. Also Eldan, ich muss doch sehr bitten. Ihr könnt doch. Wir haben 4 Stunden harte, ingeringfügige Arbeit investiert und ihr zerreißt es einfach? Es wäre nichts geworden. Ihr seht das mit eurem Blick noch nicht, aber es wäre nichts geworden. Du siehst, Geht wie ihr so einfach. eine schwarze Zorneslinie auf der Stirn von Yalen erscheint. Geht ihr so einfach auf? Was sollen die Götter von euch denken? Was würde Thorn Eisinger denken? Thorn Eisinger würde wertschätzen, dass ich natürlich nur ein perfektes Werk überreichen will. Wie es sich gehört, für einen Preios geweihten. Wir streben nach Perfektion. Du Nicht, was kannst auch immer sehen, ihr da im wie Sonnenland treibt. Yalans Auge anfängt zu bluten. Unfassbar. Perfektion. Anstatt also etwas überhaupt erstmal zu tun, versucht ihr es so lange einfach nicht, bis ihr euch sicher seid, es komplett richtig machen zu können? Natürlich, der Und was Anspruch passiert ist. in der Zeit? In der Zeit marschieren Tote und Hunger durchs Land. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht, aber ihr Ihr sprecht wisst von einem ganz Krieg. genau, wovon ich spreche. Eure Ketzerei da im Norden. Ich bin bereit, sie zu ignorieren. Aber ich hasse sie mit Ketzerei. Wut. Ihr seid diejenigen, die hier Ketzerei betreiben, indem ihr den Sohn des Priors, seinen eigenen ausgewogenen Sohn, nicht anerkennt. Ich habe aber Zeit lieber damit vergeudet, in der Stadt des Lichts zu sitzen und Bilder zu malen. Anstatt endlich ein Schwert in die Hand zu nehmen und zu handeln. Was wir tun, ist das Reich zusammenhalten. Dieses Bild. Das Reich, das gerade von mindestens 2 Bürgerkriegen fast auseinandergenommen wird. Dieses Reich, ja? Richtig. Und ein gemaltes Bild hat uns die Unterstützung einer Gräfin von Romelis, einer Adligen, besorgt. Oh, der ist gut. Und euer wildes Herumgerenne dort zwischen Untoten und irgendwelchen Verrückten bringt nur eins, und zwar Schande. Schande auf die Priorskirche, dass wir uns zu so etwas abgeben würden. Wir werden dort einmarschieren, wie es sich gehört. An der Spitze der Armee der Kaiser und Ha, knien. das will ich auch gerne gesehen haben. Das werdet ihr, sobald wir uns um alles andere gekümmert haben. Wir sind die Praios-Kirche und keine Chorverrückten oder was auch immer. Die Kirche des Priors dient seinem Gott und den Menschen in dieser Sphäre. Das scheint ihr Richtig. vergessen zu haben. Sorgen dafür, dass das Reich hält, das reiche Praios. Das Reich hält aber nicht! Natürlich hält das Reich. Es hat seit 1000 Jahren gehalten.
wird auch weiterhalten. Erzählt das den Bauern, die in der Finstermark am Verhungern sind, weil der Boden tot und verdorrt ist. Erzählt ihnen, wie das Reich hält. Bin überrascht, euch das sagen. Erzählt ihnen, wie ihr von Gareth aus ihr gutes Schicksal vorantreibt. Opfer müssen gebracht werden. Erzählt vielleicht Selin Jan Hal, der die Almada abspalten will, wie sein Reich hält. Erzählt vielleicht Anzin von Rabenmund, der mit seinem Heer steht, wie das Reich zusammenhält. Die anderen können derweil aus der Bibliothek heraustreten und seht diese Szene, wie dort Jalan mit zornesrotem Gesicht, einer schwarzen Wut, die ihm auf der Stirn und einem blutenden Auge dort vor Eltern Gorba steht. Schütteln sollte man euch, bis ihr zur Vernunft kommt! Und genau aus diesem Grund sind ich und die anderen nicht mehr davon überzeugt, dass ihr den ideale Praios vertritt. Dieses Schreierei, dieses Geziebe. Was ist denn das für ein Benehmen? Der Herr Praios erfüllt mich mit seinem göttlichen Zorn, im Gegensatz zu euch scheinbar, der ihr wohl das Bild verloren habt. Was ist denn das für ein Geschrei hier? Was ist los? Unwürdig ist der Mann. Sonst nichts. Ihr der sollt euch mäßigen. Hört auf, euch zu streiten. Der Herr Goldhardt vergisst sich. Ja, so wie ich das sehe, ist... Ja, dann habt ihr gerade die Staffelei von Eldern zertreten. Schämt euch! Ich eine... Ihr haltet euch da raus! So ein gutes Bild. Ich muss zugeben, das Bild war kein gutes Bild, aber ich... Deswegen kann sich Jalan doch nicht herausnehmen, es zu zertreten. Deswegen hat Meister Gorbas hier ja auch sein eigenes Bild zertreten. Würdet ihr es ihm bitte erzählen? Natürlich. Ist vor sein Werk. Er kann es damit machen, was er will. Es ist richtig, es wäre kein gutes Werk gewesen. Es hätte nicht die Praios gefällige Ordnung dargestellt. Das wäre also ein Abklatsch. Ihr habt ihn jetzt angeschrien, weil er kein schönes Bild gemalt hat. Seid ihr noch bei Trost? Jalan, ich muss mich entschuldigen, dass ich diese Anschuldigung tat, aber ihr habt doch wirklich nicht mal alle Lappen am Zaun. Warum rastet ihr wegen so einem Bild aus? Jalan ignoriert das aber einfach komplett und guckt Isarun wie vom Mannstrahl getroffen an. Nein, es geht um... Ich meine, ich habe... Ihr wart nicht da! Jalan, willst du darüber reden? Ja! Leise dann, reden. Ja, ich nehme Jalan jetzt mal beiseite und wir sprechen ganz in Ruhe darüber und ihr kümmert euch um Eldar. Wie geht es ausgezeichnet? Natürlich. Jalan, komm mit. Ich wusste ja, ich muss um nichts fürchten, ihr wart ja im Nebenraum. Eldar, der Herr Praios wird wohl sicher wissen, dass einer von euch beiden falsch liegen wird. Diese Annahme würde ich so noch gar nicht... Ach, ich möchte das so ihm noch gar nicht vorwerfen. Ich möchte nicht sagen, dass er Unrecht hat. Ich möchte sagen, er und seine Getreuen sind etwas verwirrt, wisst ihr? Es sind dunkle Zeiten. Da tritt auch so mancher mal neben den wahren Pfad. Aber sie können alle zurückkehren. Wie wir hoffen. Nun, es gibt aber ein schlechtes Bild ab, wenn sich zwei Geweide des Götterfürsten streiten. Vor allem stehen wir hier in der Praierstadt. Öffentlich und dann auch noch so ein Geschrei. Also, nein, das gibt wirklich kein gutes Bild ab. Ja, dass er so lautstark wird, ist ein bedauerlicher. Das als Auslöser nur wegen einem Bild? Da muss der Zorn wirklich sehr tief in ihm sitzen. Ich selber möchte mich da gar nicht so viel äußern. In der Seelenkunde bin ich nicht bewandert. Aber vielleicht, ich habe gehört, die Neoniten sollen in solchen Dingen wahre Wunder vollbringen. Eine Wunde. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Ihr habt ja viel mehr Zeit in letzter Zeit mit ihr verbracht. Vorsichtig sein mit deutschen Worten. Ganz andere Leute wurden mit den Neoniten in Verbindung gebracht in letzter Zeit. Oh, die Neoniten sind nicht nur für die, die ihren Verstand verloren haben. Sie helfen auch dabei, sag ich mal, gewisse Eigenschaften abzulegen, sich zu kontrollieren, Zorn, Arroganz, Geiz, Gier, womit die Erzdämonen uns locken. Ich kann sie nur empfehlen. Nun, hin und wieder ist etwas Leidenschaft nötig. Trotzdem, ein jeder Geweihter wird in seinem Leben sicherlich einmal gefordert und so wie das Auge von Goldhand blutet, man muss vorsichtig sein. Ich bin mir sicher, er wird wieder an sich finden. Und Herr Boltax schien mir auch ein Seelenkundler.
Seelenkundler würde ich fast behaupten zu sein. Ich bin mir sicher, er kann ihn beruhigen. Aber was habt ihr denn herausgefunden? Irgendwas Spannendes? Während Isarun davon berichtet, kann Boltax sich einmal um Jalan kümmern. Seelenkunde. Ja, Boltax, ja. Könnt ihr das denn glauben? Ganz gut aus. Was ist denn jetzt genau passiert? Jetzt setz dich doch erstmal mit mir hier unter diesen Baum und sprich dich ganz in Ruhe aus. Ich muss das ja auch erstmal verstehen. Was soll ich gleich dann erzählen? Seht euch meine Hand an. Denkt ihr, ich habe die mit Absicht? Denkt ihr, ich habe Freude daran? Naja, das ist schon eine hübsche Hand. Aber nein, ich glaube nicht. Also, wie kam es denn eigentlich zur Hand und letztlich auch dazu, dass jetzt dieses Zerwürfnis zwischen euch und Eldan besteht? Eldan verbringt seine Zeit lieber damit, im Praios-Tempel zu sitzen und Bilder zu malen, anstatt den Leuten zu helfen. Wie Albuin das zum Beispiel tut. Dann sitzt er, erstattet Licht und leugnet ihn zusammen mit den anderen. Uns werfen sie vor, wir wären die Ketzer. Also wie ich das sehe, ist Eldan kein besonders guter Kämpfer. Was er kann, ist malen. Und wenn er mit dem, was er kann, eine Freude schafft und einen Gottesdienst tut, dann ist das doch gut, erstmal. Nun, er hat das Bild doch zerrissen, er hat es doch gesehen. Aber er wird es bestimmt neu malen. Es ist ja nicht so. Etwas Gutes, ein gutes Handwerksstück braucht eben seine Zeit. Und auch hin und wieder Fehlversuche, bis man etwas wirklich von Wert geschafft hat. Ich denke auch, sein anderes Gemälde ist nicht einfach so entstanden. Nicht durch Praios, durch in ihn hineingeflossen. Nein, er wird bestimmt auch tagelang davor gesessen haben, es neu und nochmal gezeichnet haben. Und auch das ist Mühe und auch das ist Entbehrung. Und ihr habt sicherlich auch schlimme Entbehrungen in der Finstermark erlitten. Das will ich euch gar nicht absprechen, aber seht es einmal so. Jeder kann seinen Teil dazu beitragen und jeder wird seinen Teil dazu beitragen. Letztlich ist es eben einfach so, dass nicht jeder die gleiche Last tragen kann, sondern ein jeder mit unterschiedlichen Fertigkeiten auf diese Welt gekommen ist. Vielleicht. Vielleicht habt ihr recht. Und wenn eure Fertigkeit nun mal ist, ein Schwert zu schwingen und Eldan nun mal einen Pinsel zu schwingen, ihr schwingt beide im rechten Auftrag, denke ich, und wollt beide damit nur Gutes tun. Ist es nicht so? Na, warum müssen einige von uns sich dann verwunden lassen, während andere sich allerhöchstens mal schwarz anmalen, wenn sie nicht aufpassen? Oh, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht alles, aber ich denke, jedem wird nur die Last auferlegt, die er auch bereit ist zu tragen und die er auch tragen kann. Stellt euch vor, ich denke nicht, dass Eldas in der Lage wäre, diese Last zu tragen, die ihr bereits getragen habt. Den Entscheidungen zu leben, die ihr bereits getroffen habt. Nun gut. Lassen wir ihn. Ich werde ihn wohl nicht so hart angehen dürfen. Ich glaube, das ist für alle am besten. Weitere Dinge, die ihr in Romulus tun wollt, bevor ihr einmal übernachtet und dann abreist nach Perikum. Aber mir? Ich würde, wenn ich die Möglichkeit finde, gerne das große Buch der Abschwörung studieren. Oh, das kommt woher? Das ist ein antimagisches Buch von... Frag mich jetzt nicht, wie der Autor heißt. Das sind alle möglichen... Ist sozusagen das Standardwerk für Antimagie, könnte man sagen. Ja, woher hast du das? Ja, aus der BDZ? Ja, also Romulus, du hast Zugangsverbot zu weißen und grauen Bibliotheken. Ja, alles klar, nee, dann hat sich's wohl erledigt. Also wenn du das Buch irgendwo bei einer schwarzen Gilde kaufst, klar, ansonsten... Ich bin mir sicher, mit ein bisschen Backschisch guckt der Bibliothekar mal kurz weg. Nee, nicht bei Abel mehr. Nee, dann vergiss es einfach. Würde ich nichts weiter machen, großartig jetzt hier. Alltags. Ja, ich würde mal allerlei Leute aufsuchen, die wir während der Befreiung von Romulus gelernt haben. Genau, Erzian zum Beispiel. Ja, er beschwert sich, dass ihr ihn vergessen habt. Er wollte eigentlich mitkommen nach Garad und euch beim Schlösser aufknacken, brechen, helfen und egal wo, aber er will gerne ein Held sein und ihr habt ihn zurückgelassen und ihn nicht mitgenommen. Und dann würde ich noch in den Angrosch-Tempel gehen und danach den Rechten fragen
Und ja, mal hören, wie es unserem Boten geht, der verwundet worden ist damals an beiden, ob er jetzt mittlerweile eine neue Beschäftigung gefunden hat. Ja, Stadtwache. Stadtwache. Ja. Einst war er ein Abenteurer wie ihr, aber jetzt ist er Stadtwache. Heil in den Fuß. Ja. Eldar, ja. Möchtest du was tun? Ich sehe mich natürlich in der Stadt nach Plätzen um, wo man die Gräfin zukünftig zeichnen kann, wie ich es versprochen habe. Also ich möchte mir Gärten anschauen. Wo ist ein besonders schöner Sonnenaufgang, wenn man sie dann abzeichnen würde? Ja, ist natürlich aktuell alles noch durch den Krieg so ein bisschen zerstört. Aber gerade im Norden gäbe es die ein oder andere schöne Anlage mit Tieren beim Zoo oder so etwas. Da würde sich sicherlich das ein oder andere Gute finden. Da müsste man natürlich noch Tiere retrospektiv einfügen oder aber zu einem späteren Zeitpunkt kommen, wenn die Zoos wieder voll sind. Generell schöne Plätze würdest du finden. Gut, ich notiere mir das in meinem kleinen Büchlein. Ach, hier, ja, da. Oh, da hat Sonnenuntergang. Und dann Reise war dem Ekum. Richtig. Wieso rum wollte er noch was tun? Genau, ich möchte nämlich Karten studieren, die die nähere Umgebung am Ochsenwasser zeigen und dort mögliche Schlachtplätze aussuchen, also die besonders geeignet sind. Ich möchte dabei auch berücksichtigen, was das Mittelreich noch an Militär auffahren kann, also dass das, ja, die Truppen, die noch verblieben sind, möglichst effizient dort eingesetzt werden können. Ja, würfel mal eine Kriegskunstprobe. Spezialisierung, hast du da irgendwas Interessantes? Ich habe Taktik. Was? Eher Strategie. Ja, doch, kannst du haben. Das Mittelreich verfügt über keine eigenen Reserven. Die wurden wohl alle aufgeboten. Andergast und Nostria können noch welche haben. Die sind ja im Schlamm stecken geblieben. Wenn sie dieses Mal nicht weiter im Schlamm stecken bleiben, könnte es sein, dass sie helfen. Ansonsten, Torval hatte die angeschrieben, zumindest Abelmir. Du weißt nicht genau, ob der Brief angekommen ist, aber ob sie irgendwann antworten, mal sehen. Die Horasier haben aktuell Thronfolgekrieg und können selber nichts tun. Selindian hat die Almadaner. Das ist also auf alle Fälle Reiterei, Kavallerie. Die stehen aber nur Selindian zur Verfügung und nicht Rohaya. Und Answin von Rabenmund hat die Lowanger. Da sind auch noch eine ganze Menge, vor allem Ork-Kriegsveteranen. Die wissen also auch, vor allem, wie man gegen Orks kämpft, aber nicht gegen Drachen. Aber es sind viele. Rohaya selbst hat niemanden. Naja, Panthergarde. Ja, aber du kannst halt nicht mit 100 Panthergardisten gegen einen Kaiserdrachen. Also da kommt halt eine Flammenlanze. Also mir schuldet Elmegunde auch noch ein Kriegsaufgebot. Im Norden vom Ochsenwasser hast du den Auenwald und Zwillingengrund, also einen dichten Wald, da kann man nicht kämpfen, das geht nicht. Du hast im Süden bei Zwerch sehr freie Ebene, vor allem hat man da auch noch teilweise Hügellande, wo man dann vielleicht noch Dinge verstecken könnte. Also zwischen Ochsenried, Zwerch und, ja, und Schwarztann, da könnte man auf einer Ebene sehr nah am Ochsenwasser kämpfen. Das wäre eine Idee, die dir in den Weg kommt. Im ganzen Süden, also direkt bei Romulus, könnt ihr nicht kämpfen. Da ist zum einen der Wasserfall, der sich darunter ergießt. Da ist viel Sumpf, da ist der Zwergsee, also alles Zwercher Sümpfe, da kann man nicht kämpfen. Das geht überhaupt nicht. Also wenn, dann ist der perfekte Ort für einen Hinterhalt und für eine offene Schlacht in Verbindung mit einem Geist des Wassers, Zwerch. Okay, dann würde ich da mal so ein Dokument zusammenstellen, auch vielleicht eine Karte malen, abzeichnen und dann das Informationsinstitut darum bitten, das an die Kaiserin weiterzuleiten, auf sicheren Wegen. Also vielleicht über Melvin Störrebrand oder so. Mhm. Ja. Ja, außerdem würde ich noch gern in der Bibliothek des Informationsinstitutes recherchieren, ob irgendwelche bekannten Elementargeister, Djinne oder sonstigen Elementarwesen im Ochsenwasser bekannt sind und dann die Information an Boltax weitergeben. Der graue Mann. Der also auch, okay, aber ja, der graue Mann ist der einzige bekannte. Der Dergel, beziehungsweise dann unterer Darpart, oberer Darpart, der graue Mann, dem gehört quasi das ganze Gewässer. Im Ochsenwasser selbst wird wohl auch noch gemunkelt von einem Riesen, der dort sitzt und schläft. Man weiß nicht genau, was passiert, wenn er sich erheben sollte, aber
Oder auch wie man mit ihm Kontakt aufnimmt, ob er überhaupt noch lebt. Aber es soll wohl Gerüchte geben seit vielen Jahrhunderten, dass im Ochsenwasser ein Riese schläft. Okay, das war's von mir. Ja, dann Goldhand. Ich gehe ins, Gott, wie hieß das Viertel noch gleich? Da, wo wir schließlich Azian getroffen haben, da, wo das Waisenhaus war. Das Katzloch. Das Katzloch. Und da predige ich Alboin. Interessant, überzeugend. Ich habe sogar eine Predigt, aber die werde ich jetzt nicht komplett aufzählen, denn ich habe schon genug geschrien. Dann, gib mir mal überzeugen. Das ist ein Überzeugen. Ich weiß nicht, ob ich die Spezie auf Bekehren habe, lass mich gucken. Öffentliche Rede ist, glaube ich, Bekehren. Ja, es ist eine öffentliche Rede, klar. Kannst du auch noch zusätzlich dann den Spitz kaufen. Das sind 18 Sternchen. Ja, in Zukunft wird in Romulus albuinitisch gepredigt. Zumindest im Katzloch. Es wird sich sicherlich ausbreiten, klar. Also der Abschaum wird sicherlich albuinitisch geprägt sein. Da muss man nicht viel diskutieren. Mir ist doch noch eine Sache eingefallen. Und zwar würde ich gerne, wenn mir der Zugang gewährt wird, mir die Trollstele nochmal angucken unter diesem Friedhof. Da geben wir mal eine Überredenprobe für Marboria. Also die Marboria, die Golgaritin, wird hier immer noch dafür sorgen. Oh, das wird wohl nichts. Voltax da unterstützen? Ja, ich kann da unterstützen. Da überreden. Ja. 17. Ja, Abel mir versucht es mit Händen und Füßen und sieht dann wohl, wie der kleine Voltax heranstiefelt. Und ja, Voltax, was sagst du, dass das ich möchte die ganze Rede hören. Aber wir haben gerade den Friedhof wieder zugeschüttet. Wir werden euch sicherlich nicht dort runterlassen. Es kann vielleicht wichtig sein. Abemir. Nun, Marboria, denk doch einmal darüber nach. Eventuell ist das der Schlüssel, der uns hilft, den schwarzen Drachen zu vernichten. Und das ist ja auch in unserem aller Sinne, insbesondere in eurem, denn er ist ja irgendwie mit der Antagonistin von Oron im Bunde. Und wir wollen ja alle den schwarzen Drachen fallen sehen. Also, wir wollen dort nichts Böses und wenn ihr glaubt, dass wir am besten in eurer Begleitung hineingehen sollen, dann begleitet uns doch. Ich denke, das wäre im Rahmen der Möglichkeiten, nicht wahr? Es ist ja nach wie vor ein Heiligtum und sollten wir uns mit dem gebührenden Respekt und dem gebührenden Anstand dann noch einmal anschauen. Nicht wahr, Abelmir? Das wolltet ihr doch auch sagen. Genau. Meine Antwort bleibt bestehen. Wir werden diesen Bohrenanker, heilig wie er ist, mittlerweile wieder nicht umgraben. Aber, sie macht eine dramatische Pause, wir können euch sicherlich in die Hallen geleiten und von dort aus in die Kanalisation führen, wo es einen weiteren Durchgang in die treue Stelen gibt. Ja, das klingt doch sehr vernünftig. Natürlich. Ja, so könnt ihr gemeinsam mit der Golgaritin in die Kanäle eintreten, die wieder normal aussehen. Über einen Zugang bei der Boronhalle am Eingang könntet ihr dann nach unten gelangen und immer noch fließen, tropfen. Die Kanalisation von Romulus ist ja ein Beispiel für gute Struktur. Gerade Abel, mir wird das auffallen, mit seiner Baukunst. Und könnt euch dann wieder mit einem Seil hinunterlassen. Die Golgaritin selbst wird sich nicht in diesen ketzerischen Ort begeben. Sie hat wohl nicht begriffen, dass es hier um eine Pforte von Uta geht, sondern vielmehr um einen Friedhof der Trolle. Und den betritt sie dann natürlich nicht. Stehen da gar keine Wachen da sonst davor? Aktuell nicht. Es gibt das Loch ist verschlossen worden mit einer großen Platte, die ziemlich schwer ist und so wurde es verschlossen und kann dann aber auch wieder beiseite gewuchtet werden mit Manneskraft. Da vorne muss es wohl sein. Ja, ich meine auch, hier ging es lang und dann hier um die Ecke. Ah! Und da öffnet sich die Kaverne vor uns. Ah! Habe ich es vermisst. Wollen wir mal schauen, ob sich die Zeichen geändert haben. Genau, das war auch mein Ansinnen. Ja, ist noch alles wie gehabt oder hat sich tatsächlich was verändert? Also die trollschen Raumbilder, ihr seid euch sicher, dass hier kein Troll war, aber ihr könnt gerne mal würfeln, ob sich da was verändert hat. Kann man ja nicht so... Nicht so. Trollsche Raumbilder, ja. Ja, nee. Also hier war kein Troll unten und die Steine sehen so aus, als ob sie sich nicht bewegt hätten.
Nun, erfreulicherweise ist alles beim Alten. Ja, ich hatte so ein komisches Bauchgefühl. Naja, es wird schon... Aber dieser Ort macht einen wirklich... Nun ja, etwas... sehnsüchtig. Ja, ich kann verstehen, was... Melancholisch? Ja, er hat schon eine ganz besondere Aura, aber... Nun, ich finde, das liegt auch an dem Stein hier. Und allgemein, es wirkt doch ein wenig aus der Zeit gefallen, nicht wahr? Ja, wie aus einem anderen Zeitalter. Also, Stellt euch vor, seit vielen hundert, vielleicht tausend Jahren ist dieser Raum so, wie er ist. Ist wahr. Das ist schön, eine irgendwie beruhigende Idee dahinter. Die Welt um einen verändert sich, aber dieser Raum besteht. Standhaft und überdauernd. Eigentlich genau das, wie das Element Erz funktioniert. Man sollte hier keinen Friedhof über diesen Raum errichten, sondern einen Tempel. Da habt ihr recht. Da habt ihr recht. Ich denke, ich werde... Wir müssen einmal mit dem Raben von Brunin reden. Bei Zeiten, ja. Nun, lass uns wieder gehen. Ich könnte wieder das Seil nach oben klettern und kurz bevor die Steinplatte wieder vor das Loch geschoben wird, könnt ihr wohl in der Dunkelheit ein Klickern und Klacken hören. Hat sich da vielleicht ein Kieselstein bewegt oder etwas Größeres? Dann könnt ihr wieder nach oben treten durch die Kanalisation und Moria dann mit einem sehr unguten Gefühl wird sie euch dann nach draußen schicken. Also weitere Exkursionen in den Untergrund wird sie wohl erstmal nicht zulassen, zumindest nicht in nächster Zeit. Und auch auf Gespräche bezüglich eines Tempels wird sie sich nicht einlassen. Das ist ein saliger Grund und sollte wohl eher zugeschüttet werden, als dass man hier etwas anderes als einen Bohrenanger erhebt.